Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn es ist wieder Donnerstag, das bedeutet, Rockstar Games hat ein neues Fahrzeug hinzugefügt und diesmal ist es das Fahrzeug die Klasse Granger 3600 LX. Ob dieses Fahrzeug zu irgendwas taugt, ob ihr es euch kaufen solltet oder doch lieber nicht, erfahrt ihr in diesem Video. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich euch schon mal einen fetten Like fürs Video dazu lassen und außerdem Leute, für die, die mich überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, falls ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an, indem wir das Fahrzeug kaufen. Das Fahrzeug findet ihr auf der South St. Andreas Seite und euch wird direkt auffallen, Leute, dass es dafür zwei Preise gibt. Das bedeutet, ihr könnt den günstiger kaufen, wenn ihr in der Agentur schon über 5 Missionen gemacht habt. Gut, in meinem Fall habe ich das noch nicht gemacht, deswegen muss ich leider hier ein bisschen mehr drauf zahlen. Außerdem muss ich jetzt hier den stolzen Preis von 1.380.000 GTA-Dollar zahlen. Und ja, mal schauen, was das so tuningtechnisch so drauf hat. Und tuningtechnisch fällt uns direkt auf, Leute, dass das Fahrzeug ein Waffenfahrzeug ist. Das bedeutet, ihr könnt das Fahrzeug erstmal panzern, ihr könnt auch mit Technik ausstatten. Das bedeutet Lenkraketenabwehrsystem oder ferngesteuertes Auto. Und natürlich hier könnt ihr auch Maschinengewehre im Kühlergrill hinzufügen. Also ein komplettes Waffenfahrzeug eben. Aber gut, was fällt beim Tuning sonst noch auf? Klar, ihr könnt hier auch wieder ein paar Stoßstangen, ein paar hintere Stoßstangen wechseln. Ihr könnt hier ein bisschen an der Motorhaube was machen. Was ich cool finde, Leute, ihr könnt tatsächlich auf dem Dach zwar einen Gepäckträger machen, aber zusätzlich auch Lampen drauf tun. Und diese Lampen auf dem Dach funktionieren auch, was ich immer sehr, sehr schön finde, wenn sowas auch tatsächlich funktioniert, wenn man sowas drauf tunet. Aber ansonsten, Leute, ist da jetzt auch nicht so krass viel mit Tuning. Also klar, ihr könnt seitliche Trittbretter machen, ihr könnt Auspuffe tunen, ihr könnt einen Überrollkäfig machen. Generell wirkt das Fahrzeug schon sehr, sehr geländemäßig, was generell auch total cool ist. Es ist ja auch ein Allradauto, ein SUV halt. Aber ansonsten, Leute, ist es jetzt irgendwie kein Lowrider-Tuning-mäßig, was es ja auch überhaupt nicht sein sollte, denn ist es ja einfach ein SUV. Deswegen soll man hier eigentlich tuningtechnisch erwarten. Deswegen würde ich hier tatsächlich sagen, tuningmäßig ist es voll in Ordnung. Designtechnisch finde ich eigentlich ganz cool, dass es zum Beispiel dieser Jäger-Design gibt. Also damit kann man tatsächlich durch den Wald fahren und es ist mehr oder weniger getarnt, was ich eigentlich ziemlich praktisch finde und auch sehr passend finde zu diesem Thema bzw. zu diesem Auto. Aber gut, über den Preis, Leute, kann man sehr diskutieren. Ich meine, das Auto ist einfach teurer als ein Bugatti, also den Edda, ne? Also das sind ja irgendwie alle Fahrzeuge, die sind DLC. Und ich bin ehrlich, Leute, für mich ist das eigentlich nicht wert. Klar, ich habe das Geld und ich kaufe es auch für euch, aber wäre ich jetzt eine Person in GTA, die einfach arm wäre und wirklich jeden Dollar überlegen muss, okay, kaufe ich jetzt das Auto oder doch lieber das Auto, dann würde ich echt sagen, Leute, ihr braucht das Auto nicht. Damit könnt ihr nämlich kein Rennen fahren oder sonst irgendwas machen. Es ist einfach nur ein schickes Auto, womit man rumcruisen kann. Das war's aber auch. Aber Leute, die spannendste Frage an dieser Stelle ist natürlich, habe ich das Fahrzeug gemoddet? Und natürlich habe ich das Fahrzeug gemoddet. Und falls ihr das Fahrzeug gemoddet haben möchtet in der F1 oder Bennys Variante, dann joint auf meinen Discord-Server und verpasst nicht mal den nächsten GIF-Cast-to-Friend-Stream von mir. Aber gut, Leute, das waren erstmal so alle Informationen, die ich rund um dieses Fahrzeug habe. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, Leute, würde ich mich immer noch übelst von dem fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin raus, Leute, euer Wombat. Ciao!